Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Earthbound. Im letzten Part haben wir es endlich mal die Stadt betreten. Die Drogerie ist im Osten. Osten ist das Gegenteil vom Westen. Ja, jedenfalls, wir haben eben die Stadt betreten, jetzt auch nett. Und wir haben uns schon mal ein paar Sachen gekauft, uns ausgerüstet etc. Wurden jetzt fast überfahren, ist mir jetzt aber auch egal. Jedenfalls, was ist zu tun? Wir müssen zum Giant Step. Dort können wir aber noch nicht hin, weil wir noch keinen Schlüssel dafür haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Bürgermeister gehen, zum Major und ja. Und der wird uns dann den Schlüssel geben, wenn wir die Sharks vertreiben. Und um die zu vertreiben, müssen wir eben leveln. Da ich zurzeit extrem wenig Zeit habe und außerdem beim Let's Playen eigentlich gar nicht mehr zocke, weil er doch jetzt langsam in dieses gewisse Alter komme, werden wir hier leveln. Oh scheiße, konnte ich das überleben? Zwei auf... Scheiße, nein, was tue ich? Jawohl, okay, das ist ja alles nicht so schlimm. Jedenfalls sind eigentlich alle so gut wie gleich stark. Aber immer noch stark. Du blöder Vollpfosten! Fick dich. Das kann ich nicht schaffen. Arschloch. Auch wenn die jetzt hier so viele Openings haben, die... Jawohl. Auch wenn die jetzt gerade hier so offen sind, das wäre nicht gut gegangen. Auf keinen Fall. Vielleicht im 1 gegen 1 kann man es ja mal versuchen, aber wisst ihr, sobald es eben kritisch wird, holen diese Verstärkung. Ja, 12 HP geht schon. So, wo haben wir jetzt den Bürgermeister? Fort Hospital. Der ist in der Stadtmitte, okay. Wir müssen halt jetzt wirklich extremst aufpassen. Wir sollten auch wirklich sehr viele Sharks besiegen, weil... Ja, Frankie, der ist wirklich nicht so ohne. Der hat immerhin 63 HP. Und weiß Gott was, und schon einen hohen Angriff und hohe Geschwindigkeit, hohe Verteidigung etc. Aber schon das Schlimme, gerade nach ihm müssten wir sofort den anderen sein Frankomat zerstören. Ja, der Major hat extrem viel zu tun wegen ganzen Schwierigkeiten in der Stadt, wie die Sharks und der Meteorit. Aber bist du nicht der Typ, der versucht, die Sharks zu reformieren? Du musst dich verarschen, Arschloch. Okay, das funktioniert so nicht. Hör zu, ich hab's dir gesagt. Ja, da kommen wir auch ohne weiteres wohl noch nicht so richtig rein. Was ist denn da Schönes? Und du? Ja, ja, irgendwas halt. Du mir noch was sagen? Na oh Mann, die wollen alle nicht arbeiten, weil der Pörkel so ein Arschloch ist. Ah, da war so ein Schmetterling, den hätte ich gern. Der Magic Butterf, der magische Schmetterling hat Ness entspannen lassen. So. Wir können es ja mal so versuchen, dass wir zuerst die Sharks verprügeln und dann zu Pörkel gehen. Ah, komm nur. Scheiße. Fuck. So will ich das nicht machen. So will ich das nicht. Fuck. Ja, genau. Du kommst her. Du ganz alleine. Das können wir machen. Eins. Fick dich. Ah, Gott sei Dank.
Yes Man Junior. Alter, so knapp. Sehen wir. Oh, Level 4. Oh, Baby. Offensiv um 4. Defensiv um 2. Speed um 1. Ah, oh, super. Mut um 3. Glück um 2. Maximal P um 3. PP um 2. Und Hypnosis Alpha. Oh, fick ich. Au ab. Der Ness, geh weg. Ja, bezüglich dem Scheiß. Ich verschwende lieber Hamburger und so. Weil die PP wieder zu bekommen ist ein bisschen teurer, meiner Meinung nach, als wenn man die ganze Zeit jetzt hier ja, Sachen kaufen. Gibt es im Burgershop auch ein ATM? Nein. Okay, dann müssen wir schon selber. Dann rüste ich mich mal wieder aus. Ich weiß ja nie, wenn ich wieder Schwierigkeiten bekomme. Sharks müssen schon ein bisschen Geld geben, oder? Ja, wieder 31, das passt. Nehmen wir gerade mal alles mit. Wo bleib ich jetzt? So. Jedenfalls, wir werden den Part jetzt eigentlich nur damit verbringen, zu leveln. So gut es eben geht. Und ich nehme Hamburger ohne Ende. Und vielleicht noch sowas. Für die ganz kleinen Verletzungen natürlich. So. Wieder zwei. Jawohl. Fuck! Scheiße. Skatepunk und wieder so ein Yes Man Junior. Vielleicht erstmal den weg. Ja, nur noch 7. 5. Okay, die wurden jetzt wesentlich schwächer. Und ich wurde wesentlich stärker. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Aber der hat ja letztes Mal doppelt so viel Schaden gemacht. Ah, oh, fick der doch. Das Geld muss ich schneller loswerden. Ja, fick dich doch! Ist das euer blöder Ernst? Jetzt darf ich wieder bei meiner Mutter. Also ja, der Anfang. Ja, ich hab meinen Arsch verprügelt bekommen, aber auch nur weil der Idiot Hilfe geholt hat und ich habe zuerst das Geldfang angegriffen. Den anderen Idioten halt. Das Gute ist, ich kann wieder hier anfangen. Und ich habe hoffentlich normale Lebenspunkte und so. Keine PP. Halt, warte, was? Ich finde, so, als hätte ich die bis jetzt gebraucht. Aber dann werden wir wohl im nächsten Part schlafen gehen müssen. Aber ich muss erstmal das Geld dafür verdienen, indem ich andere Leute verprügel. Komm doch her, du Idiot. Komm doch her, du Dubel. Ja, ich stehe hier. Ach so. Möchtest du Frank treffen? Du möchtest ja nicht, dass er dich verschlägt, oder? Ah, okay, mit dem kann ich reden und dann verprügeln die mich. Sehr gut, Pogo-Punk, aber nur einer. Ja, die machen immer noch 15 Schaden, oder wie? Oder ist jetzt wieder normal gewesen? Wie dem auch sei. Ah, geil. Wieder ein Hamburger. Kann ich ja gerade einen verschwenden. Wenn das hier die Eier wieder auf Gutz. Und dann auf Hamburger. Du vielleicht noch? Möchtest du einen Kampf oder was? Ah, gut so. Ah, Skatepunk, der ist nicht ganz so schlimm, solange ich für Hilfe holt. Die Pogo-Punks sind noch die schlimmsten, finde ich. Aber der schlägt doch nicht ohne.
So, war mal hier schönes drin. Ah, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen rein, aber nicht bevor wir uns nochmal geheilt haben. Ups. Du warst es, du hast meinen Kumpel verprügelt, nicht wahr? Das habe ich befürchtet, das ist so untypisch. Ah, jetzt du auf einmal wieder nur 7 oder wie? Jawohl. Ach ja, auf den Konsolen dort. Jawohl. Auf den Konsolen dort, wo die spielen, kann man dort Donkey Kong erkennen und dort unten ganz links auch. Ich würde sagen, die verprügle ich jetzt noch alle schnell. Uhu, ich höre mich an wie ein richtiger Idiot. Oder Rumheuler. Ja, sei nicht Lippi oder hau dir deine Fresse kaputt. Kann ich mit dir nochmal reden? Nein, okay. Der will keinen Stress. Hey, Kindi, möchtest du ein Member werden? Nein. Sei nicht so ein Snob. Oh, jetzt mein Junior, der schleicht. Und er ist zahm geworden. 13 Erfahrungspunkte. Heute ist schon noch ein Normalo drin. Ohne die weiter zu sagen, ich mag es, Tee zu trinken und frisches Gemüse zu essen. Aber es passt ja zu meinem super coolen Image. Ich glaube, ich muss es einfach akzeptieren. Ja, super. Und du so? Frank hat eine unglaublich starke Waffe. Wenn du die hast, könntest du, glaube ich, gegen jeden Gegner bestehen. Hey, ich sehe das Brust oder das Blaue da? Ich glaube, das ist gerade das tolle Cover von War Against Geiger sein, das man am Anfang da sieht. Spuck, spuck, Saliva, spit, spit, du möchtest ein bisschen Kaugummi? Nimm deinen eigenen. Ich glaube, die wollen alle gar nicht Stress. Wenn du ein Item, das du gekauft hast, nee, wenn ein Item, das du, das ausgewählt werden sollte, ja, möchte ich überhaupt das? Egal. Haha, ich hab dir einen Hinweis gegeben. Ich hab einen Hinweis zu meinem eigenen Feind gegeben. Ich bin so ein cooler Typ. Ich hab offensichtlich totales Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. So, bist du bereit, das Antrag Prügel zu bekommen? Okay, der will nochmal kämpfen. Oh, Skatepunk. Oh, ich muss wieder was essen, sonst verreck ich schon wieder. Ja. Level 5, Vitalität um 1, IQ um 1, maximal HP um 12, PP um 3. Wir haben jetzt auch bald das nötige Level, vielleicht noch eines. Aber ich gehe mich jetzt trotzdem noch heilen. Jawohl. Wie viel haben wir jetzt? 60. Ja, wir haben 3 weniger als Frank. Da das Poster auch für War Against Geigers, würde ich sagen. Jedenfalls, wir gehen jetzt nochmal speichern. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Und ja, dann war es auch für diesen Part. Ihr Ross hat doch gefallen. Oh, 106 haben wir sogar. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!